Spaß. Ja, danke schön. Genau, das ist wahrscheinlich die Kamera, in die ich ab und zu mal gucken darf. Vermutlich. Gut. Ja, wir haben 15 Uhr. Ihr seid pünktlich. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Zeiterfassung mit Tine Groupware. Bevor wir uns direkt in die Zeiterfassung reinstürzen, vielleicht noch ein paar Worte zuvor über was ist eigentlich Tine, wer bin ich, was ist Metaways und ein bisschen was Generelles, und dann stürzen wir uns mitten in die Zeiterfassung rein. Genau, ich glaube, ich habe keine Folie zu mir selbst gemacht, deswegen fange ich damit mal an, bevor ich es vergesse. Mein Name ist Cornelius Weiß, ich arbeite für Metaways in Hamburg, eine kleine IT-Firma mit etwa 40 Mitarbeitenden. Und wir kümmern uns schon seit vielen Jahren, oder nicht seit vielen, seit 16 Jahren, um exakt zu sein, um die Open-Source-Groupware Tine, die über die Jahre immer weiter gewachsen und erweitert wurde. Zeiterfassung ist schon auch schon seit vielen Jahren in Tine drinne. Aber das Thema Arbeitszeiterfassung, das ist relativ neu und hat auch in der letzten Version ganz große Erweiterungen erhalten, weshalb wir es gut fanden, das auch nochmal ein bisschen was darüber zu erzählen. Ja, was ist Tine Groupware? Für die, die es noch gar nicht kennen und jetzt nur wegen der Arbeitszeiterfassung da sind. Erstmal, Tine ist eine ganz klassische Groupware. Unter Groupware versteht man E-Mails lesen und versenden, Termine, gemeinsame Termine mit allen möglichen Leuten, Aufgaben und Kontaktmanagement. Und wenn man über Groupware redet, dann ist es auch immer so, dass man sagt, das möchte man im gewissen Umfang machen und man möchte das auch mit einer gewissen Rechteabstufung machen. Und das sehr feingranular ausdefiniert macht Tine schon seit vielen, vielen Jahren. Es synchronisiert auch diese Objekte in alle möglichen Major-Plattformen, sei es die Mobiltelefone oder die mobilen Geräte, die Android-basiert oder Apple-basiert sind, aber auch in den Apple-Kalender, in Microsoft Outlook, in Thunderbird und was es noch alles für schöne Produkte gibt, kann man dann seine Daten rein synchronisieren und immer aktuell halten, die man natürlich auch mit den Oberflächen von Tine selbst dann sehen und bearbeiten kann. Neben der klassischen Groupware, das ist eine Funktionalität, die wir schon sehr lange haben, sind über die Zeit immer mehr fachliche Anwendungen dazugekommen. Da ist, was am größten da ist oder was es schon lange gibt, ist CRM und auch Sales zu nennen. Sales hat in den letzten anderthalb Jahren massiv viele Updates bekommen, ist auch mal wieder ein Blick wert. Human Resources ist schon lange da, Zeiterfassung ist schon lange da, und wenn wir uns nachher die Software angucken, können wir mal kurz ins Menü gucken, gibt es noch viele fachliche Anwendungen. Fachlich, damit meinen wir immer fachliche Prozesse, die in der Behörde, im Unternehmen, im Verein, wo auch immer, für die Ausübung der eigentlichen Tätigkeit wichtig sind. Im Gegensatz zu den Standards wie irgendwie Terminplanung oder mal eine E-Mail schreiben, das braucht irgendwie jeder, das halten wir nicht für besonders fachlich. Aber sozusagen wirklich Prozesse, die relevant sind für das, was ihr so macht, das nennen wir fachliche Prozesse. Und da ist die Integrationstiefe in Tine schon sehr hoch. Wenn ihr euch also so fragt, Mensch, es gibt ja noch ein paar andere Groupwares, also da gibt es natürlich, oder Produkte, da gibt es natürlich erstmal den ganz großen, den wir alle kennen, den man standardmäßig auch immer nehmen kann. Und da gibt es auch noch ein paar Alternativen zu. Und die alternative Tine ist immer dann gut, wenn man eine hohe fachliche Tiefe braucht oder auch Spezialanpassungen braucht oder Sachen erweitern möchte, die wirklich für die eigenen Prozesse wichtig sind, dann spielt Tine seine Stärken aus. Tine gibt es in verschiedenen Flavors oder Versionen. Einmal die Tine Groupware, wie ihr sie online kennt, wie sie bei GitHub runterladbar ist. Wir haben noch Spezialversionen. Da ist einmal die größte Spezialversion Ecclesias. Das ist unsere Kirchenversion, die mit ganz vielen Erweiterungen rund um kirchenspezifische Koordination und Themen geht. Wir haben eine Version, die speziell für Behörden da ist. Wir haben eine Schulversion. Und die sind halt immer, drehen sich um den Kern, der für alle wichtig ist, und sind dann ausgestaltet mit weiteren Fachlichkeiten. Teilweise integrieren die sich auch in die Standardanwendungen, weil zum Beispiel eine Behörde im Adressbuch ein bisschen andere Sachen interessieren als eine Schule. Und teilweise haben die aber auch ganz eigene Anwendungen, die sich dann weiter mit rein integrieren. Und aufgrund der starken Fachlichkeit ist auch so, dass es kaum ein größeres Kundenprojekt gibt, wo nicht irgendwann der Kunde sagt, Mensch, das ist ja alles super interessant und ich hätte da mal noch eine Idee, könnten wir das nicht auch noch irgendwie in unsere Tine-Lösung reinbringen?
Und dann sagen wir natürlich auch selten nein. Und aufgrund dessen gibt es ganz viele kundenspezifische Versionen. Und wenn es gut läuft, dann fließt der Code auch wieder zurück nach Tine, wenn die Kunden das zulassen und die Integration gut genug ist. Aber das ist eine der Stärken von Tine auch, dass es so viele verschiedene Versionen gibt, die wir ganz gut pflegen können, weil ihr könnt euch das vorstellen. Natürlich, der Standard entwickelt sich immer weiter, braucht immer Updates, braucht auch manchmal Sicherheitsupdates. Und das durch die ganze Palette an Versionen immer durchzupflegen, das ist so eine der Stärken auch von Tine. Genau, nochmal kurz zu Metaverse, ich habe das eben schon erwähnt, das ist die Firma hinter Tine, kann man sagen, mit etwa knapp 40 Mitarbeitenden. Wir kümmern uns in Hamburg großteilig um Softwareentwicklung und aber auch um den Betrieb von unternehmenskritischen Anwendungen. Also immer, wenn man sagt, ich habe irgendwas, das muss einfach laufen und es ist nicht tolerabel, dass das jetzt einfach mal irgendwie eine Stunde oder zwei steht. So, das ist unser Spezialgebiet. Was man zu Tine... Zu Anfang, als wir Tine angefangen haben, haben wir gehofft, dass die Open Source Community auch kräftig mitcontributet. Das hat sich über die Zeit hat sich einfach nicht so eingestellt, wie das gehofft wurde. Wir sind auch mittlerweile fein damit, deswegen können wir jetzt auch sagen, Metaverse ist die Firma hinter Tine. Was sich aber gewandelt hat in den letzten Jahren ist, dass immer mehr Unternehmen, für die wir arbeiten, sagen, Mensch, das ist cool und wir finden das total klasse, dass ihr das als Open Source macht. Und auch die Dinge, die wir jetzt einbringen, stellt die bitte wieder Open Source, bringt die in die Standardversion mit ein. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt oder das Paradigma Public Money, Public Code. Das trifft zum Beispiel auf Behörden zu, das trifft auch auf Kirche zu, die arbeiten mit öffentlichen Geldern. Und da sind wir echt froh, dass immer mehr Ansprechpartner sagen, Mensch, wir haben öffentliche Gelder, wir brauchen diese Entwicklung, aber bitte entwickelt das so, dass es für alle wieder zur Verfügung steht. Und so bildet sich quasi auch eine Art Community. Das sind jetzt zwar keine Techniker und entwickelnde Menschen, die das machen, aber einfach eine Community, die immer größer wird, die dafür sorgt, dass Tine als Open Source Produkt immer interessanter wird. Ja, dann zum Tine Tracker. Tine Tracker nennen wir unser Time Tracking, ein Namensakronym. Das gibt es in verschiedenen Versionen. Erstmal vielleicht vorneweg, es gab jetzt in der 22.11, also wir machen jedes Jahr ein Major Release, immer im November. Und letztes Jahr im November hat die ganze Zeiterfassung wirklich signifikante Erweiterungen nochmal bekommen. Vor allen Dingen, dass es umgestellt wurde auf ein Abteilungsmodell mit einem sehr feingranularen Rechtemanagement. Vorher war das so, dass quasi die Leute aus der HR-Abteilung Zugriff auf alles hatten und jetzt ist es runtergebrochen auf Abteilungsebene, dass auch Abteilungsleitende dann die Daten ihrer Mitarbeitenden einsehen können oder Urlaubsanträge bewilligen und ablehnen können und Korrekturanträge und so weiter. Das ist immer runtergebrochen jetzt auf die Abteilung. Das ist eine ganz große Weiterentwicklung gewesen, die reingekommen ist. Auch der Workflow für die Anfrage von Überzeitabbau oder für Abwesenheiten im Allgemeinen. Dann ist eine Stempeluhr in Tine reingekommen und wir haben auch eine Zeiterfassungs-App bekommen für Android und auch für die Apple-Geräte. Das waren so jetzt im November letzten Jahres die ganz großen Neuerungen, genau, von denen ich heute auch ein bisschen was zeige. Also das waren die Erweiterungen und die Versionen, die es gibt. Man kann jetzt einmal die Arbeitszeiterfassung als Teil von Tine betreiben. Dass man sagt, Mensch, wir haben eh schon Tine oder wir brauchen auch irgendwie einen guten Kalender und ein paar andere Sachen. Dann würde man einfach die Arbeitszeiterfassung nutzen im Rahmen von Tine und hat einfach noch zusätzlich zu allen anderen Sachen, die man benutzt, noch das Human Resources und auch die Zeiterfassungsapplikation. Die beiden Applikationen in Tine, die vermitteln die Arbeitszeiterfassung. Und wir haben aber auch, weil ihr habt das alle mitbekommen, die gesetzlichen Anforderungen sich geändert haben und jetzt wirklich viele Unternehmen und auf der Suche sind nach Lösungen und was brauchen, haben wir auch ein Standalone-Angebot gemacht, weil dann wir festgestellt haben, dass das Interessenten, mit denen wir gesprochen haben, denen war das einfach too much. Ich habe doch irgendwie Lösungen für all das andere. Ich brauche jetzt nur die Arbeitszeiterfassung und ihr kommt hier irgendwie mit so einem Karren auf den Hof gefahren. Wir brauchen aber nur eine kleine Lösung. Und deswegen haben wir das auch nochmal ganz weit runter gestrippt in unserem SaaS-Angebot, dass man wirklich sagen, dass man dann alles andere weg ist und man sich nur auf die Zeiterfassung konzentriert. Also das wären quasi die beiden Zugänge zur Time-Zeiterfassung. Ja? Also Software as a Service ist jetzt der Weg, wie man das sinnvollerweise als Dienst gut verkaufen kann oder ist es auch derzeit der einzige Weg, das überhaupt betreiben zu können?
Ich wiederhole nochmal die Frage fürs Mikrofon. Die Frage war gerade, ob Software as a Service eine Möglichkeit ist, das gut zu vertreiben oder ob es der exklusive Weg ist, wenn man es standalone haben will. So habe ich die Frage verstanden. Das ist für uns jetzt einfach nur ein Angebot, wie wir es in die Welt rausbringen. Man könnte, Mensch könnte, du könntest einfach dir auch die Sourcen nehmen von GitHub und könntest sozusagen das gleiche Angebot auch anbieten. Oder du könntest dir das Teilen so zusammen konfigurieren, dass du einfach nur die Zeiterfassungs-Apps nutzt. So, genau. Es ist nochmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen komplexer, wenn wir auch über andere Zeiterfassungshardware reden, wie beispielsweise die Terminals. Wenn ihr zu uns an den Stand geht, dann seht ihr auch so ein Terminal in Action. Da ist es so, die konfigurieren wir vor, sodass wir dann, dass die Arbeitszeiterfassungsterminals und auch die Chips oder die Karten, die schicken wir dann einfach zum Kunden hin. Die brauchen das nur an die Wand hängen, Netzwerkstecker rein, dann sind die fertig. Das ist dann bei uns vorkonfiguriert und integriert sich gut ins SaaS-Angebot. Da müssen wir dann halt irgendwie selbst eine Lösung für finden. Ist machbar. Man muss sich aber, das muss man dazu sagen, kann ich gleich, wenn ich über die Terminals rede, da muss man sich schon ein bisschen einarbeiten, wie das alles funktioniert. Ja, also was ist eigentlich der Zugang zu und wie bediene ich Time Tracker? Der erste Zugang für den sozusagen die Mitarbeitenden im einfachsten Fall haben, ist einfach eine Stempeluhr. Und man hält seinen Mitarbeitendenausweis oder eine Chipkarte davor oder irgend sowas. Und um das zu ermöglichen, sind wir in eine Kooperation mit DataFox eingegangen. Das ist ein Hersteller von unter anderem von Zeiterfassungshardware. Die machen auch Schließsysteme und auch Datenerfassung für Produktionsprozesse. Das sind auch Sachen, die wir mit in Teilen angebunden haben. Aber unter anderem ist eben auch nutzen wir die Zeiterfassungsprodukte von denen. Und ich mache mal kurz hier, beende mal die Präsentation und dass wir uns das einmal zusammen anschauen. Das heißt also, wenn ihr Arbeitszeiterfassung verwendet, dann könnt ihr auswählen zwischen den ganzen verschiedenen Terminals, die es hier gibt, die wir prinzipiell die wir alle unterstützen. Der Prozess ist so, ihr bestellt die bei Metabase, wir konfigurieren die vor, wir haben die entsprechenden Verträge mit DataFox, dass das alles geht und die werden dann vorkonfiguriert und dann rausgeschickt. Das Spannende bei denen ist halt, wir haben mit vielen Herstellern gesprochen und DataFox war der einzige Hersteller, der uns ermöglicht hat, dass diese Geräte direkt ein Netzwerkprotokoll sprechen. Das heißt, sie können sich direkt bei Tine melden, können ihre Zeiterfassung direkt in Tine als Backend machen und wir brauchen nicht irgendwas anderes dazwischen. Also oft ist dann noch bei den allermeisten Herstellern, die haben dazwischen noch irgendein eigenes System, meistens Microsoft-basiert mit einer MS SQL und mit irgendwelchen Sachen, auf die wir so gar keine Lust haben. Und diese Hersteller, den haben wir dann genommen, weil wir das alles nicht brauchen. Die Terminals werden an die Wand gehängt, die kriegen einen Netzwerkstecker und reden direkt mit dem eigenen Tine-Server. Genau, und da kann man sich irgendeins von aussuchen. Das hier sind wirklich ganz so eins. Hier hängt, glaube ich, haben wir jetzt mitgenommen hier. Könnt ihr bei uns am Stand sehen. Es gibt auch einfache Modelle. Ganz interessant finde ich persönlich auch, hier, das sind die für die Produktion, die dann ölresistent sind und so weiter. Das finde ich auch ein ganz interessantes Gerät. Das ist ein Baustellenfahrzeuggerät. Legt man einfach vorne ins Handschuhfach, kann man auch seine Zeiterfassung mitmachen. Hat eine GSM-Karte drin und wenn das wieder Empfang kriegt, dann pusht das halt auch die erfassten Zeiten weg. Das wird so im Behördenbaubereich ganz gern genommen. Dann kann man noch auswählen, hier, ich habe mir irgendwie ein Spielgerät auf dem Spielplatz repariert oder sonst irgendwas und hat dann auch direkt das in Kombination mit der Projektzeiterfassung. Genau, das sind die Geräte, die sind alle anbindbar und das ist eigentlich der primäre Touchpoint, wenn wir über Arbeitszeiterfassung reden, dann ist das ja oft für Mitarbeiter total Usus. Ich komme morgens halb schlafend auf die Arbeitsstelle und muss erstmal meinen Chip gegen die Stempeluhr halten. Und so geht es los und wir haben kein Zwischensystem mehr dazwischen, was man braucht, sondern die Stempeluhren reden dann direkt mit Time. Was man machen kann an den Stempeluhren ist, man kann seine Arbeitszeit erfassen. Ich hatte es eben schon angedeutet, man kann auch Projektzeiterfassung an den Terminals machen. Also beispielsweise, dass man sagt, erstmal ich stempel generisch ein, weil ich bin jetzt da und dann weiß ich, ich arbeite heute am Projekt Y und das Projekt kann in Time so markiert sein, dass ich es auf der Stempeluhr finde und dann auch direkt für dieses Projekt was einstempel. Oder wie bei den Leuten vom Bauhof, die dann einfach sagen können, Mensch, ich bin jetzt hier und da und
Dann ist beispielsweise ein Spielplatz oder irgendetwas anderes ist mit drin in den Projekten und dann, solange die da ihre Arbeit verrichten, stempeln die einfach auf dieses Projekt mit. Das kann man miteinander kombinieren und das geht quasi an den Terminals allen, dass Arbeitszeit erfasst werden kann, dass Projektzeiten erfasst werden können und dass ich eine Infoabfrage machen kann. Auch Infoabfrage ist auch wieder, ich halte meine Karte davor und dann kriege ich halt live zur Laufzeit ausgewertet, wie viele Urlaubstage habe ich noch, wie bin ich denn in meinem Gleitzeitkonto und solche Dinge. Ein anderer Touchpoint oder Zugangspunkt ist die Time Tracker App, die es für die Apple-Geschichten und für Android gibt. Das ist auch neu dazugekommen und das hat genau den gleichen Feature-Umfang wie auf die Stempeluhr, das ist auch von der Optik sehr ähnlich gehalten, das ist quasi die persönliche Stempeluhr in der Tasche, die dann aber quasi, da halte ich keinen Chip mehr davor, sondern ich habe mich halt einmal angemeldet. Die kann noch ein ganz paar mehr Sachen, was jetzt eine reine Stempeluhr nicht kann, aber ist schon sehr ähnlich gehalten. Spannend oder interessant ist, die ist auch Multi-Account-fähig, wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer für mehrere Arbeitgeber oder arbeite oder es einfach Sinn macht, dass ich gegen mehrere Accounts arbeite, das kann die App auch. Und auch, weil es uns ein bisschen Zeit gekostet hat, wir halten sie auch für sehr sicher. Wenn man sich mit dieser App anmeldet, dann respektiert ihr auch die MFA-Anmeldung von Tine, also Multifaktor. Man kann dann auch mit SMS oder Second Factor, YubiKey, was auch immer man hat, sich authentifizieren. Und das Wichtige ist, die App merkt sich das Passwort nicht, sondern die handelt dann irgendein Application-Passwort mit Tine aus, sodass, wenn das Handy abhanden kommt, dass dann keine Zugangsdaten abhanden gekommen sind. Und mit den Zugangsdaten, die in der App drin sind, kann man auch nichts anderes als Zeiterfassung machen. Sonst lässt Tine nichts zu mit diesen Zugangsdaten. Genau, und dann ist natürlich der dritte Touchpoint, ist die UI, die wir uns nachher auch noch zusammen angucken. Da gibt es auch wieder eine Stempeluhr drin, die ist optisch auch wieder an den Stempeluhren, an den physikalischen angelehnt. Und dann habe ich aber auch noch andere Möglichkeiten, die Zeiterfassung zu machen, das gucken wir uns nachher auch zusammen an, in der traditionellen Zeiterfassungs-App. Und dann die Leute, die mit Human Resources betraut sind, haben das Human Resources Modul und das Stammdatenmodul, um alles Mögliche einzustellen, was so wichtig ist, damit man gute Arbeitszeiterfassung machen kann. Und natürlich alles, was zur Auswertung, Analyse, Übergabe an die Lohnbuchhaltung zu tun hat, das macht man alles in der Web-UI von Tine. Ja, die große Frage ist ja, mit der neuen Gesetzeslage, ist das jetzt irgendwie ein notwendiges Übel? Müssen wir alle zähneknirschend jetzt noch Arbeitszeiterfassung machen? Und wie machen wir das überhaupt? Wie bieten wir das denn unseren Mitarbeitenden an? Ist das ein notwendiges Übel? Und aus unserer Sicht ist es eigentlich kein notwendiges Übel. Das sieht man, kann man vielleicht verstehen aus unserer Perspektive. Wir haben schon immer Projektzeiterfassung gemacht und für uns war jetzt der Schritt zur Arbeitszeiterfassung überhaupt nicht weit und wir haben die Arbeitszeiterfassung in einer Weise implementiert, dass wir das kombinieren können, die Projektzeiterfassung und die Arbeitszeiterfassung. Und ich weiß nicht, welchen Erfahrungshorizont ihr da so habt. Ich kenne das aus Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, da hatte man traditionell vorne die Stempeluhr und die Projektzeiterfassung wurde dann mit Excel gemacht und irgendwie aufgeschrieben, nachgehalten, alles irgendwie ein bisschen ärgerlich. Und was wir jetzt hier bei diesem umgekehrten Ansatz, wenn man sagt, wir haben noch keine Arbeitszeiterfassung, die müssen wir jetzt einführen, aber man vielleicht sowieso oder man sowieso die Notwendigkeit von Projektzeiterfassung hat, dann kann man das miteinander kombinieren und hat dann wirklich tolle Synergieeffekte. Und warum es sinnvoll ist, Projektzeiten zu erfassen, ich glaube, das liegt auf der Hand. Einerseits kann es Abrechnungsgründe haben, dass ich unterverrechne und natürlich auch das ganze Controlling. Wenn ich irgendwann feststelle, Mensch, das ist aber ein Spielplatz, auf dem meine Mitarbeiter richtig viel Zeit verbringen, dann muss ich vielleicht mal vorbeigucken, ob die da schaukeln oder ob da so mal röde Spielgeräte drauf sind, dass da mal was anders gemacht werden muss oder ob man vielleicht auch abends mal patrouillieren muss, weil jeden Abend der Spielplatz zerstört wird. Also denke, das ist hoffentlich nicht so fern, dass man sagt, Mensch, es ist eigentlich sinnvoll, Projektzeiten auch nachzuhalten, um zu wissen, was machen wir denn eigentlich so den ganzen Tag. Jetzt ist es so, Tine kennt für die Arbeitszeit verschiedene Modi, wie wir die erfassen. Wir können das einerseits so machen, dass wir sagen, Arbeitszeit auf der einen Seite und Projektzeit auf der anderen Seite sind komplett logisch getrennte Datentöpfe. Sprich, ich kann zum Beispiel morgens einstempeln, entweder über die Software-Stempeluhr oder über auch eine Hardware-Stempeluhr oder die App. Und das betrifft nur meine Arbeitszeit und hat also nur Auswirkungen auf meine Überstunden und Urlaub und bla bla bla. Und wir machen auch Projektzeiterfassung, aber beispielsweise Projektzeiterfassung nur, wenn sie wirklich nötig ist. Es gibt vielleicht 5, 6 Projekte, für die erfassen wir und für andere Projekte erfassen wir nicht. Und dann lässt man das in komplett getrennten Töpfen, hat aber immer noch den Vorteil,
dass das die gleichen Prozesse sind. Also da, wo die Leute ihre Arbeitszeiterfassung machen, können sie auch die Projektzeiterfassung machen. Mit den gleichen Chipkarten oder auch mit der gleichen App, am gleichen Touchpoint, was auch schon mal ganz cool ist. Das vielleicht auch nur nebenbei, wenn ihr nachher nochmal zu unserem Stand kommt. Wir haben da ein Terminal mitgebracht, auf das haben wir eine Projektzeiterfassung drauf. Das ist von einem Projekt, wo wirklich Arbeitszeit und Projektzeit strikt getrennt wird. Und die haben in ihren Produktionshallen, die haben auch die Terminals drin. Und immer wenn Mitarbeitende anfangen, irgendwie ein Werkstück zu bearbeiten, dann haben die so einen Arbeitsauftrag als DIN A4-Zettel mit einem QR-Code drauf, gehen zur Projektzeiterfassungsuhr, halten den QR-Code runter, dann weiß die Uhr, welches Projekt es ist, halten ihre Chipkarte davor und können eine Tätigkeit auswählen. Das sind jetzt bei dem Projekt ist das irgendwie bohren, fräsen, biegen, dämmen, irgend sowas. Aber die machen quasi das ganz getrennt, Arbeitszeiterfassung und Projektzeiterfassung, aber einfach mit den gleichen Mitarbeiterausweisen, mit denen die vorne am Drehkreuz gestempelt haben, stempeln die dann auch ihre Projektzeiten. Und das hatten, auch wenn die dann zum Beispiel vergessen, ihre Projektzeiten auszustempeln, wenn die dann vorne am Drehkreuz gehen, dann weiß auch die Projektzeit, alles klar, der bohrt jetzt nicht mehr, weil der ist jetzt gegangen. Und dann gibt es einen zweiten Modus, den wir unterstützen, das ist, dass man sagt, die Arbeitszeit ist die Summe der Projektzeiten. Das ist also sinnvoll, wenn man sagt, wir müssen sowieso zum Beispiel unterverrechnen oder sehr genau controllen. Dann ist es oft so, dass man nochmal zum Beispiel auch ein Projekt hat für Unspezifisches, sagen wir mal für Teeküche, Gespräche oder was auch immer, irgendwelche internen Konten, internen Projekte, auf die man buchen kann. Und dann kann man am Ende des Tages sagen, einfach die Summe der Projektzeiten ist unsere Arbeitszeit. Was noch viel weniger Aufwand dann für die Mitarbeitenden ist und was auch immer ein ganz guter Check ist, erfasse ich meine Projektzeiten eigentlich gut, weil ich das direkt sehen kann an meinen Über- oder Unterstunden und dann auch angehalten bin, meine Projektzeiten gut einzutragen. Und wir unterstützen auch verschiedene Mischformen, also wenn man da zu lange drüber nachdenkt, was man da machen kann, dann fallen da ein paar Sachen ein. Eine ganz nette ist zum Beispiel, dass wir sagen, wenn wir machen per Default ist, wenn Projektzeiten erfasst werden, dann ist die Summe der Projektzeit die Arbeitszeit. Wenn ich für einen Tag keine Projektzeiten erfasse, dann übernehme ich die Arbeitszeit. Und die Arbeitszeit kann ja auch dadurch entstehen, dass ich Urlaub habe, dass ich auf Dienstreise bin oder sonst irgendwas. Und das ist eigentlich wirklich eine ganz geschickte Mischform, dass ich sage, zum Beispiel, wenn ich im Büro bin, wenn ich an Projekten arbeite, mache ich die Projektzeiterfassung. Am Ende des Tages ist die Summe der Projektzeit meine Arbeitszeit. Und an anderen Tagen läuft es einfach ganz normal übers Stempeln oder auch über die Automatik wegen Dienstreise, Urlaub und so weiter. Gut, wir kommen gleich zur Demo. Ich werde vermutlich nicht alles zeigen können, aber deswegen einmal grob durchs Feature-Set durchgegangen, damit ihr es hier auch einmal gesehen habt und wenn ihr evaluiert, welche Arbeitszeiterfassung ihr einführt, dass ihr wisst, was wir eigentlich so machen. Also der Umfang ist, wir haben ein Human Resources-Modul, das kümmert sich ganz wesentlich um Mitarbeitende. Da kann man die Stammdaten zu den Mitarbeitenden erfassen, also seit wann angestellt, welche Vertragsform, welche Krankenkasse, pipapo. Und man kann ja, wie das bei Teilen üblich ist, alle Datensätze auch selbst erweitern. Wenn man jetzt sagt, Mensch, ich muss auch noch nachhalten, was weiß ich, welche Hardware hat er ausgehändigt bekommen oder welcher Firmenparkplatz wurde den Mitarbeitenden zugewiesen. All diese Fragen, da kann man dann Zusatzfelder für erstellen und das alles in das Human Resources Modul mit reinprügeln. Wir haben Arbeitsverträge. Die Arbeitsverträge, die regeln, was ist eigentlich der Arbeitsanspruch, also wie viel, an welchen Tagen, wie viele Stunden muss ich da arbeiten, wie viel Freizeitanspruch habe ich eigentlich und solche Dinge. Und das können wir individuell pro Mitarbeitenden pflegen oder wir können denen auch Tarifverträgen zuordnen, dass man das dann für allen, denen dieser Arbeitszeitmodell zugeordnet ist, dann sich zum Beispiel Arbeitszeiten oder Pausenzeiten oder sowas ändern. Genau, wir haben die Access Control List auf Abteilungsebene, die gucken wir uns auch gleich zusammen an. Das ist, glaube ich, sehr besonders. Wir haben einiges angeguckt, aber von diesen, wenn wir uns mal als kleine Lösung bezeichnen, mit so feingranularem Rechtemanagement, das ist schon relativ außergewöhnlich. Wir haben eine Abwesenheitsplanung drin mit den frei definierten Abwesenheitsarten, was das auch immer ist, das gucken wir uns aber auch zusammen an. Wir haben auch Abwesenheitsanträge, also dass Mitarbeitende selbst sagen können, Mensch, hier, ich brauche mal 3 Tage Urlaub, dann ist das erst beantragt, geht irgendwo vorbei und dann wird es halt bewilligt im besten Fall. Oder dass man auch seine Arbeitszeiten Korrekturanträge stellen kann.
Wir haben die verschiedenen Lohnarten drin. Das heißt, in der Auswertung geht es so weit, dass die Übergabe zum Lohnbüro dann einfach nachher sagt, Mensch, an dem Tag wurde so und so viele Stunden mit dieser Lohnart gearbeitet und so viele Stunden mit jener Lohnart. Und die Lohnarten sind auch frei pflegbar. Gucken wir vielleicht kurz rein. Wir haben Pausenregeln und automatischen Pausenzeitabzug. Das haben viele der kleinen Lösungen auch nicht. Dass man so auch die gesetzlichen Regelungen einfach hinterlegen kann, wie das sein soll. Und das ist auch ganz spannend, dass ich sage, dass ich zum Beispiel die Projektzeiterfassung, wenn ich die dann auch mit Terminal oder App und so weiter mache, dann kennt die ja linear, dann kennt die meinen Tagesverlauf. Und dann weiß ich aber auch, hat der Mitarbeitende genug Pausen gemacht? Natürlich werde ich meine Mitarbeitenden immer dazu anhalten, auch genug Pausen zu machen. Und wenn nicht, kann es im Arbeitsvertrag auch so geregelt sein und in Teilen hinterlegt sein, dass man sagt, nach 4 Stunden Arbeitszeit muss eine Viertelstunde Pause gemacht werden. Entweder stempelst du sie selbst aus oder wir ziehen sie dir nachher ab. So, das geht auch automatisch. Und auch Arbeitszeitlimitierung, dass man sagt, Mensch, unsere Kernarbeitszeiten sind von 7 bis 19 Uhr oder irgend sowas. Und wer außerhalb arbeitet, das braucht dann beispielsweise irgendwie Anträge, dass das auch als Arbeitszeit gilt. Auch das ist in der Software drin. Und am Ende, das hatte ich eben schon angedeutet, kommen dann Arbeitszeitberichte dabei raus, die ich der Lohnbuchhaltung übergeben kann, um aus Arbeitszeiten dann Geld zu machen. So, schön, ist noch keiner eingeschlafen, das finde ich sehr angenehm. Dann kommt es jetzt zur Demo. Dafür stelle ich mal hier auf Bildschirmsynchronisierung um, dann geht das hoffentlich besser und ich hoffe, dass das auch mit der Aufnahme funktioniert. Sehr schön. Und ich habe hier hoffentlich irgendwo auch eine Tine. Okay, ich habe hier eine lokale Version. Für die, die Tine noch nie gesehen haben, so sieht Tine aus, sagt Hallo. Und hier einmal, das ist jetzt eine Entwicklungsversion, so wie sie Standard aus unserem Repo rauspurzelt, wenn ihr irgendwie bei GitHub einen Klon macht, dann seht ihr schon, es gibt eine ganze Reihe von Zusatzanwendungen, die ich eben auch gar nicht erwähnt habe. So, einfach, dass ihr das jetzt einmal gesehen habt und es halt eine... Wir entwickeln seit 16 Jahren daran, es ist eine sehr umfangreiche Lösung. Wir können heute nicht durchs Feature-Set durchgehen. Aber die Sachen, die für die Arbeitszeiterfassung elementar sind, die will ich gerne noch mit euch durchgehen, dass ihr es mal gesehen habt. Wir fangen unsere Reise an in dem Stammdaten. Also ich würde jetzt erstmal sozusagen aus Verwaltungssicht einmal kurz durchs System durchgehen, dass ihr nochmal seht, was sind die Möglichkeiten. Und dann nachher nochmal die aus Sicht der Mitarbeitenden, wie die eigentlich ihre Zeiten erfassen. Genau, die Stammdaten, das sind sozusagen das nennen wir die ganz generischen Einstellungen oder Daten, die man, Einstellung ist nicht ganz richtig, aber die Daten, die man braucht, auf denen dann die Laufzeitdaten nachher basieren. Hier in der Arbeitszeiterfassung wären das beispielsweise die Arbeitszeitschema. Und hier wäre so ein Standard-Tarif-Arbeitsvertrag wäre 40 Stunden Vollzeit, montags bis freitags wird 8 Stunden gearbeitet. Es gibt eine Arbeitszeitlimitierung, die automatisch angewendet wird von 7 bis 21 Uhr. Und es gibt Pausenzeiten, die so gesetzlich auch geregelt sind. Wenn 4 Stunden Arbeitszeit überschritten sind, dann wird 30 Minuten Pause automatisch abgezogen. Und nach 6 Stunden werden nochmal eine Viertelstunde abgezogen. Das ist auch alles konfigurierbar, je nachdem. Es gibt ja auch manchmal abweichende Regeln im Betrieb. Und es gibt auch noch, man kann sozusagen noch weitere, das ist so eine Art Pipeline, man kann dann noch weitere Elemente in die Pipeline reinschubsen. Und auch jetzt in der nächsten Version kommt dann nochmal was dazu. Aber das wäre jetzt so einfach mal ein Standard-Arbeitsschema. Und ihr seht es hier schon, es gibt so gemeinsame Arbeitszeitschema, das wären quasi tarifliche Geschichten und es kann aber auch sein, dass Mitarbeitende, zum Beispiel Teilzeitmitarbeitende, die haben dann individuelle Schemen. Und als Stammdatum würden wir natürlich betrachten, die Sachen, die hier als Vorlage oder als gemeinsame, als Tarif-Dinge sind, die hier, die jetzt mitarbeiterspezifisch sind, die werden auch gar nicht in den Stammdaten angelegt, die werden nur hier mit angezeigt, aber die werden im Rahmen des Mitarbeitenden angelegt. Dann haben wir die Abwesenheitsarten. Das sind jetzt die, die wir standardmäßig mitbringen, die vermutlich in ganz vielen Umgebungen auch ganz sinnvoll sind. Natürlich wäre das allen voran der Urlaub, ganz wichtig. Und das habe ich, glaube ich, eben vergessen zu erwähnen. Auch der Urlaubsanspruch und das Gegenrechnen, Urlaubsanspruch zu genommenem Urlaub und Resturlaub und so weiter, das wird auch alles von Teilen
bedacht ist, ist mit berechnet. Dann gibt es hier sowas wie Sonderurlaub, Schulung und so weiter. Ihr seht selbst die Liste, glaub Krankheit, Kind krank, Lohnfortzahlung, das wären dann auch nochmal so Standarddinger, die es überall gibt. Und je nach betrieblicher Geflogenheit, was macht eigentlich ein Arztgang, wie genau handhaben wir Schulungen und so weiter. Das wird ja dann oft nochmal als betriebliche Geflogenheit. Und man sieht auch hier, was kann ich denn konfigurieren. Da kann ich zum Beispiel, gibt es die Working Time Calculation Strategy, da kann ich dann die betriebliche Geflogenheit einpflegen, zum Beispiel ob ein Arztgang Arbeitszeit ist, ob das bis zum Ende des Tages auffüllen soll und so, das wären dann die verschiedenen Strategien. Ansonsten kann ich sagen, ist eigentlich eine Buchung erlaubt. Buchung bedeutet, dass es an den Terminals auch auswählbar ist. Schulung kann ich jetzt hier zum Beispiel nicht machen. Ob Planung erlaubt ist, Planung würde halt, das zeige ich euch gleich, ist dann in Abwesenheitsplanung, ist so ein großer Chart, wo ich sagen kann, hier die 3 Tage hat der das und der das. Also Schulung kann ich planen und ich kann auch überlegen, ob ich das eigentlich auch wiederum time-tracken will. Also ob ich Abwesenheiten, quasi das Gegenteil davon, dass ich die auch wieder in den Time-Tracker einspiele, weil ich da zum Beispiel auch Controlling drauf machen möchte. Wenn ich jetzt eine Frage mir beantworten möchte, Mensch, wie viele Stunden oder Tage haben wir denn dieses Jahr mit Schulungen verbracht? So, dann dafür wäre das jetzt gut. Hier haben wir die Abwesenheitszeiterfassung aktiviert. Dann können wir nachher solche Fragen auch beantworten. Und dann gibt es noch die Lohnarten, was jetzt auch, und ihr seht, also das sind einfach die Listen, Stammdaten bedeutet, das ist jetzt nicht fest in der Software eingebacken, sondern das könnt ihr nachher verändern, wie ihr es halt für eure betriebliche Geflogenheit braucht. Und dann seht ihr auch die Standardlohnarten, die hier halt jetzt hinterlegt sind. Für uns das Wichtigste ist vielleicht erstmal das Gehalt und bei uns werden Feiertage auch voll vergütet und auch Urlaub wird voll vergütet und dann gibt es aber auch noch andere Fälle, das sozusagen auch im System hinterlegbar ist. Das Letzte, was noch mit dazu kommt, das sind die Feiertage. Da kann man verschiedene Feiertagskalender hinterlegen. Beispielsweise in Deutschland wäre es ja so, dass jedes Bundesland einen eigenen Feiertagskalender hat und man den Mitarbeitenden dann zuweist, für dich gilt dieser Feiertagskalender und für dich gilt jener Feiertagskalender. Und die würden auch hier in den Stammdaten gepflegt. Genau, dann geht es ins Human Resources Modul. Das Human Resources Modul kümmert sich unter anderem um die Mitarbeitenden. Wir könnten uns hier zum Beispiel mal die Susan Clever anschauen, dass ihr das mal gesehen habt. Es gibt also eine ganze Reihe an Daten, die man so hinterlegt, was für die Mitarbeitenden, was ich von ihnen wissen will. Und ich hatte schon erwähnt, man kann die Felder auch beliebig zur Laufzeit erweitern. Also braucht ihr niemanden, der für euch was programmiert, sondern das geht einfach selbst im Admin-Modul, kann man sagen, ich brauche noch weitere Felder und dann erscheinen die hier auch. Was für uns hier in dem Bereich wichtig ist, das sind die Verträge. Wir sehen jetzt, der Susan Clever, die hat einen Tarifvertrag, die ist Vollzeit in 40 Stunden da, die ist hier im Standard-Feiertagskalender drin und hat es geschafft, 30 Tage Urlaub zu kriegen und ist schon eine Weile angestellt bei uns. Wir können es hier nochmal reingucken. So, das wäre jetzt der Vertrag. Wenn ich den Vertrag ändern möchte, dann muss ich den beenden, weil das wäre ja auch so, jetzt ist Susan Clever angekommen und hat gesagt, aus irgendwelchen Gründen, Mensch, ich würde mich viel besser fühlen, freitags nicht mehr zu arbeiten, bei vollem Lohn, versteht sich. Und wenn wir dann zugestimmt haben, dann würden wir sagen, okay, das gilt dann ab dem 1.10. und dann wird der alte Vertrag zum 31.09. beendet und ein neuer zum 1.10. angelegt, damit natürlich auch die Berechnungen alle noch richtig funktionieren können. Dann haben wir Abwesenheiten hier auch drin, die typischen, die auch von den Leuten, die HR machen, immer eingetragen werden, während Urlaub und Krankheit, die ich hier schon mal direkt hier auch hier eintragen und nachhalten kann. Ich zeige euch das aber auch gleich nochmal woanders. So ganz nebenbei, das hier ist eigentlich ein, so sehen standardmäßig Dialoge in Teilen immer aus, ob ich Termine anlege, ob ich Adressen pflege oder Aufgaben einspiele und so weiter. Und es gibt hier so ein paar Standards, wie zum Beispiel, dass ich sage, es gibt Anhänge, ich könnte hier jetzt den unterschriebenen Arbeitsvertrag anhängen oder sonstige Dokumente und Bilder und so weiter. Das kann man fast überall in Teilen. Das sieht immer gleich aus oder auch direkt, wenn ich eine Only-Office-Integration habe, hier jetzt ein neues Dokument anfangen, weil ich, warum auch immer, im HR-Bereich wäre ich vielleicht gerade im Gespräch mit den Mitarbeitenden und würde dann hier sagen, Mensch, ich fange schon mal ein Textdokument an, was uns hier miteinander gerade so beschäftigt. So, dann packe ich hier irgendwie das Datum rein und schreibe was dazu. Und dann wäre das was, das wird einfach mit nachgehalten in diesem Datensatz. Auch Verknüpfungen sind drin im Standard. Da kann ich immer beliebige Datensätze miteinander verknüpfen. Wenn ich es jetzt zum Beispiel so hätte, dass ich hier auch noch Ressourcen drin habe, ich schätze, ich habe keine drin. Ich weiß nicht, ob in den
in den Inventar heißt das hier. Habe ich hier Inventargegenstände? Nein, leider nicht. Aber dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich habe den Inventargegenstand so und so, den weise ich jetzt hier per Verknüpfung schon mal dieser Mitarbeitenden zu. Und auch Historie ist ein Standard, den es überall in Teilen gibt, dass das System immer nachhält, wer hat wann welche Änderungen gemacht, und das wird auf Feldebene mitgepflegt, aus verschiedenen Gründen, mit denen ich euch jetzt nicht langweilen will, aber ganz interessant ist schon mal, dass man auch diese Informationen immer einsehen kann, wenn man sich fragt, wie kam denn das jetzt alles hier zustande, was wir gerade haben. Das sind absolute Standards, egal ob wir jetzt über Human Resources Mitarbeitende reden oder irgendwas anders, die findet ihr fast immer in jedem Dialog. Gut, dann haben wir die Abteilung, das ist neu reingekommen jetzt in der letzten Version. Wir können uns hier mal das Marketing angucken. Erstmal hat das Marketing, dem können wir ein Zeitkonto für die Arbeitszeiterfassung zuweisen. Was Zeitkonten sind, erkläre ich gleich nochmal. Und wir können auch sagen, was der Freetime-Kalender ist. Der Freetime-Kalender ist also da, wo Freizeiten, die geplant werden, eingetragen werden. Beispielsweise Urlaub, Krankheit, Dienstreise und so weiter. Die kommen dann immer in den Abwesenheitskalender, wenn Time denn als Kalendersystem verwendet wird. Früher war das getrennt in Urlaubs- und Krankheitskalender. Das ist ja jetzt nicht mehr rechtlich zuweisend. Jetzt egal, welche Abwesenheit man plant, kommt es halt als Abwesenheit in den Abwesenheitskalender, so dass ich dann auch, wenn die Mitarbeitenden abwesend sind, das im Unternehmen kommuniziert ist und auch blockiert ist, wenn ich versuche, irgendwie Besprechungen mit denen zu machen. Das Interessante, was neu dazugekommen ist, ist einfach die Rechte, und da will ich einmal kurz mit euch durchgehen. Ich kann jetzt also mir überlegen, wer soll denn berechtigt sein, für diese Abteilung irgendetwas zu machen. Wir sind jetzt hier beim Marketing. Haben wir hier Marketing-Leute drin? Oh, das passt ja wieder gut. So, wir stellen uns vor, das wären die Marketing-Leute, und dann würde ich zum Beispiel sagen, Mensch, die Marketing-Leute selbst, die dürfen ihre eigenen Daten sehen. Das wäre ein Recht, was ich denen gebe. Dann könnte ich mir überlegen, darf das Marketing untereinander eigentlich ihre Basisdaten sehen? Zum Beispiel darf ich als Marketingmensch wissen, wer sonst noch so im Marketing ist? Hört sich sinnvoll an, würde ich auch mal anklicken. Dann die Frage, ihr seht das auch immer, hier ist eine komplette Beschreibung, darf ich die vollständigen Mitarbeiterdaten, die Mitarbeitenden untereinander sehen? Keine gute Idee, würde ich dann vielleicht machen, dass ich sage, Mensch, ich suche mir jemand raus. Ich weiß zum Beispiel, dass der James McBlack, der ist hier der Abteilungsleitende, der darf einfach auch alle Mitarbeiterdaten sehen. So würde ich das dann konfigurieren. Und so können wir das weiter durchgehen. Darf ich Arbeitszeiten von anderen Mitarbeitenden sehen? Das würde ich vielleicht dem auch erlauben. Darf der Änderungsanträge bewilligen? Das darf ein Abteilungsleiter vielleicht auch. So, aber wir geben ihm nicht die Möglichkeit, alles zu administrieren. Das dürfen beispielsweise nur die Leute aus der HR-Abteilung machen. Und so kann man jetzt fein granular für jede Abteilung konfigurieren, wer darf für Mitarbeitende, die dieser Abteilung zugeordnet sind, eigentlich was mit den Daten sehen, bearbeiten, hinzufügen, Anträge bewilligen und so weiter. Genau, das ist eine der großen Neuerungen, die in die 2211 reingekommen ist, wo es jetzt auch für größere Unternehmen möglich ist, wirklich die Last von der HR-Abteilung ein bisschen runterzunehmen, das mit zu verteilen, dass das auch andere mitmachen können. Wenn die ganze Arbeitszeiten dann erfasst werden, munter den Tag über, dann mündet das in den sogenannten Arbeitszeitberichten. Wir sind jetzt im Human Resources Modul, und ich bin jetzt mit einem Konto angemeldet, was ganz, ganz viele Rechte hat. Und ihr seht deswegen, ich sehe die ganzen täglichen Arbeitszeitberichte von ganz vielen Mitarbeitenden. Ein täglicher Arbeitszeitbericht macht jetzt also aus den Stempelinformationen und aus den Stundenzettelinformationen, wandelt es um in Arbeitszeiten. Und der Unterschied zwischen der Stempelzeit und der Arbeitszeit ist, dass an der Arbeitszeit hängt auch irgendwie eine Lohnart mit dran. Das ist noch nicht klar, wenn gestempelt wird. Und an der Arbeitszeit sind auch Korrekturen schon berücksichtigt, wie zum Beispiel Pausenzeitabzug. Und eine Arbeitszeit kann auch entstehen aus einem Urlaub oder einer Krankheit oder einer Dienstreise. Dafür muss ich nicht gestempelt haben. Also das ist der Unterschied zwischen Stempelzeit und Arbeitszeit. Und die Arbeitszeitberichte, die nehmen halt diese ganzen Informationen, die kennen den Feiertagskalender, die wissen, wie die Urlaubslage ist und Krankheits- und Abwesenheitslage, und berechnen daraus dann die täglichen Arbeitszeitberichte. Die können auch individuell immer nochmal korrigiert werden. Es können auch die Mitarbeitenden selbst können auch Arbeitszeitkorrekturanträge stellen. Wenn die beispielsweise sagen, Mensch, ich habe vergessen zu stempeln am Dienstag, dann können die einen Korrekturantrag stellen, die würden dann hier unten mit auftauchen, und die können dann hier bewilligt werden
oder auch nicht. Ihr seht, die haben so einen Status. Wenn Mitarbeitende das selbst machen, dann hätte ich einen Korrekturantrag, der wäre nur angefragt und dann könnte ich den auch entsprechend bewilligen, diesen Antrag. Also, das passiert in den täglichen Arbeitszeitberichten, sodass wir am Ende des Tages hoffentlich alle eine gemeinsame Meinung davon haben mit den Mitarbeitenden zusammen, dass an diesem Tag so und so viel gearbeitet wurde. In der Regel läuft das ja auch alles durch, nur manchmal muss man Korrekturen machen. Und die täglichen Arbeitszeitberichte, die resultieren dann in den monatlichen Arbeitszeitberichten. Die aggregieren also die ganzen täglichen Arbeitszeitberichte auf. Und wenn wir uns jetzt hier Susan Clever angucken, dann sehen wir, dass die ein gewaltiges Minus auf ihrem Gleitzeitkonto hat von 4.760 Stunden, was daran liegt, dass sie seit dem 1.6.22 beschäftigt ist und noch kein einziges Mal gestempelt hat. So, hier im Demosystem, genau. Da würde man jetzt zum Beispiel auch eine Korrektur machen, weil wir sagen, weißt du was, Susan, ab nächsten Monat geht's los, machen wir Arbeitszeiterfassung, also würden wir jetzt mal Korrektur einstellen und würden sagen, weißt du was, die Korrektur wäre jetzt 4.760 Stunden, das machen wir jetzt nochmal hier in diesem Monat und dann wissen wir, das Saldo ist ab 0, weil ab jetzt wird wirklich fleißig Arbeitszeit erfasst und dann hat Susan Clever auch immer ein Gleitzeitkonto, wo sie sehen kann, ob sie gut erfasst hat oder nicht. Das sind die monatlichen Arbeitszeitberichte und die monatlichen Arbeitszeitberichte, die können wir exportieren. Da gibt es verschiedene Exportvorlagen, das sind dann die, die rausgehen an die, ans Lohnbüro. Wir können uns so ein Ding ja mal angucken. Wir sehen jetzt, der ist relativ langweilig, weil sie hat halt nie gestempelt. So und deswegen wird das Lohnbüro vielleicht ein bisschen gepuzzelt sein, aber sie hat ein paar Mal Urlaub genommen, sie war ein paar Mal krank, das ist hier schon mit drin und wir haben ja unten die Summen und so, das wäre jetzt eine Standardvorlage und es gibt auch noch andere Vorlagen, wie es halt ans Lohnbüro übergeben wird und das ist auch automatisierbar. Wir können auch die Rohdaten ans Lohnbüro übergeben, wenn die entsprechende Schnittstellen haben, um dann daraus die Lohnabrechnung zu machen. Ja, der letzte Punkt ist noch die Abwesenheitsplanung, die ich euch hier noch zeigen möchte. Das ist jetzt wieder auch aus Sicht von jemand, der mehr Rechte hat. Für den macht das auch absolut Sinn, so eine Matrix hier zu sehen. Das sind alle Mitarbeitenden, auf die ich Zugriff habe. Und da kann ich halt durch die Monate durchskippen und sehe sofort, hier gibt es Krankheit, hier gibt es Urlaub. Hier ist zum Beispiel ein Urlaub, der ist angefragt, aber noch nicht bewilligt. Deswegen sieht er so aus. Oder auch, wenn ich was für jetzt Mitarbeitende plane oder eintrage, kann ich das auch direkt von hier aus machen. Beispielsweise, oder das zeige ich euch erstmal hier, es gibt das Ganze auch als Listenansicht und da ist interessant, gibt es so vordefinierte Filter, zum Beispiel alle Beantragten und dann sehe ich, Mensch, hier John Smith hat Urlaub beantragt und diejenigen, das wisst ihr noch von der Rechteverwaltung eben, die das Recht haben, Urlaubsanträge für John Smith zu genehmigen, die haben dann die Möglichkeit, da auch reinzugehen und zu sagen, alles klar, dieser Urlaub ist nicht, den könnte ich jetzt abweisen, aber ich bin freundlich, dieser Urlaub ist jetzt akzeptiert für John Smith und dann erst würde er auch in seine Urlaubsberechnungen auch eingetragen, dass er jetzt ein paar Tage weniger, also ein paar Tage Urlaub verbraucht hat. Das könnte er dann in der Stempeluhr selbst wieder sehen, wenn er seinen Urlaubsanspruch sieht und das ist auch das, was ans Lohnbüro dann übergeben wird. Genau, ich denke, wenn ich jetzt hier die Daten neu lade, ja, jetzt sehe ich auch hier, der Urlaub ist jetzt hier genehmigt. Also das ist so einmal im Schweinsgalopp durch die Perspektive von der Verwaltung, von den Human Resources Leuten. Auf das Human Resources Modul würde ich auch wirklich immer nur der Geschäftsführung und den Human Resources Leuten Zugriff geben. Man kann für die Abteilungsleitenden und die Mitarbeitenden selbst, ist es auch nochmal gespiegelt, in die Zeiterfassung rein. Die Zeiterfassung ist die Applikation, die für alle Mitarbeitenden da ist. Und da können die auch nochmal selbst zur Selbstkorrektur, können die Mitarbeitenden dann ihre eigenen Arbeitszeitberichte, also normalerweise ein ganz normaler Mitarbeiter würde dann ja nur seine eigenen Arbeitszeitberichte sehen, seine eigenen Abwesenheiten. Und ein Abteilungsleiter zum Beispiel, der würde dann von allen seinen Mitarbeitenden die Zeitberichte und auch die Anträge und sowas sehen. Und so, je nachdem, wie die Rechte sind, aber denen geben wir für gewöhnlich kein Recht auf die Human Resources, auf die Human Resources Anwendung, sondern die haben nur hier im Rahmen der Zeiterfassung die Möglichkeit, sich das selbst anzuschauen oder auch Änderungen zu machen. Wenn ihr Tyne schon kennt, dann kennt ihr das von früher, dass man hier halt Stundenzettel erstellen konnte. Das ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn man
eine reine, wenn man sagt, die Summe der Projektzeit ist die Arbeitszeit, dann könnte man jetzt einfach sagen, ich habe ja auf irgendein Konto gearbeitet, zum Beispiel fürs Marketing, was auch immer da gerade das richtige Zeitkonto ist. Und ich habe jetzt zum Beispiel heute um 15 Uhr angefangen, den Vortrag zu machen, der geht bis 16 Uhr und ich habe den Vortrag beim KLT gemacht. Für Projektzeit, können wir uns anders mal genauer angucken, gibt es noch weitere Sachen wie Faktoren, ist das abrechnenbar und so weiter. Das ist jetzt, wenn ich erstmal, also das sind die beiden Dimensionen, auch wenn ich sage, ich habe eine Projektzeit und ich ändere die Projektzeitabrechnung. Zum Beispiel sage ich, Mensch, ich habe einen totalen Mist gebaut, ich habe so einen schlechten Vortrag gehalten hier, den können wir nicht berechnen. Dann könnte ich zum Beispiel hier sagen, die Projektzeit ist nicht abrechenbar, dann würde der auf der Rechnung, den wir schreiben würden, nicht auftauchen, aber im Sinne der Arbeitszeit habe ich trotzdem eine Stunde gearbeitet. Auch ein schlechter Vortrag zu halten, ist Arbeitszeit und das sind quasi, der gleiche Stundenzettel wird nachher in zwei Dimensionen ausgewertet, in diesem Betriebsmodus. So, das ist erstmal das Einfachste, was ich machen kann, dass ich einfach Projektzeiten erfasse. Ich könnte auch, bei manchen ist es so, dass die nur ihr Arbeitszeitkonto haben. Hier, das wäre ein Arbeitszeitkonto. Da sieht man, das ist jetzt ein Stundenzettel, der wurde automatisch durch die Stempeluhr angelegt. So welche kann ich auch manuell erstellen, aber wäre jetzt ein bisschen umständlich. So wird normalerweise nicht gestempelt, sondern das wäre der Zugang, wenn ich Projektzeiterfassung mache und auch viel Projektzeiterfassung mache und auch nachhalten möchte, was habe ich denn da genau gemacht. Der zweite Ansatz für Leute, die jetzt primär oder die auch Arbeitszeiten direkt stempeln, wäre hier oben der direkte Zugang zur Stempeluhr. Ihr seht jetzt hier oben, das ist grün, das heißt zurzeit bin ich eingestempelt. Ich kann jetzt hier auch reingucken und das ist im Prinzip 1:1 aufgebaut, wie auch die Stempeluhren, die an der Wand hängen. Und ich kann von hier aus jetzt direkt auch sagen, Mensch, ich mache jetzt mal ein Päuschen, ich gehe eine rauchen und dann würde ich in die Pause stempeln. Dann seht ihr hier oben, ist es jetzt gelb, weil ich jetzt in die Pause gestempelt habe. Wenn ich zurückkomme, dann stempel ich wieder ein und es geht weiter. Und natürlich kann ich am Ende des Tages auch wieder ausstempeln. Ihr seht es dann immer hier oben, dass das durch die entsprechende Farbe mit angedeutet wird. Ich kann hier, genau wie auf der echten Stempeluhr, kann ich mir auch die Infos anzeigen. Ich bin jetzt hier mit einem Admin-Account, der keinen Arbeitsvertrag hat, eingeloggt. Deswegen ist jetzt hier nichts Sinnvolles, aber so kann ich auch immer sofort sonst sehen, wo stehe ich denn in meinem Gleichzeitkonto. Und ich kann über diese Stempeluhr auch direkt Projektzeiten buchen. Beispielsweise habe ich hier unten, das ist jetzt der Projektzeitteil, könnte ich sagen, Mensch, ich fange jetzt an für dieses Projekt zu arbeiten und dann zählt er einfach im Hintergrund mit. Und wenn ich irgendwann in Pause gehe, zum Beispiel wenn ich jetzt hier sage, ich mache Arbeitszeitpause, dann pausiert er auch die Projektzeit automatisch, komme ich für eine Arbeitszeit zurück, geht auch die Projektzeit automatisch weiter. Wenn ich dann fertig bin mit der Projektzeit, dann werde ich nochmal aufgefordert, auch nochmal zu sagen, was ich gemacht habe. Dann könnte ich das hier nochmal korrigieren. Also so einfach wäre dann auch eine Projektzeitbuchung. Und wenn es so ist, dass man nur auf wenige Konten immer arbeitet, dann wären diese Konten sind dann quasi hier so im Schnellzugriff drin. Und ich kann dann hierauf arbeiten oder wenn ich dann sage, Mensch, ich muss einen Kontext-Switch machen, sprich einen Anruf, dann würde ich das nächste starten, mache den hier noch schnell fertig und habe direkt, ihr seht, ist direkt jetzt das, habe ich geswitcht auf mein anderes Projektkonto. Und gleichzeitig bin ich aber jetzt auch immer arbeitszeitmäßig eingestempelt, weil hier ist es jetzt so eingerichtet, der Betriebsmodus, dass wir sagen, wir haben eine gewisse Verknüpfung zwischen Arbeitszeit und Projektzeit. Genau, das ist also der zweite Zugang, der gerade, wenn man Arbeitszeiterfassung konsequent macht und mit Projektzeiterfassung auch wirklich ganz gut funktioniert. Der dritte Zugang für die Leute, die eigentlich nicht den ganzen Tag am Bildschirm sitzen und da immer den schnellen Zugriff für haben, wäre dann die App. Hier zeige ich euch mal die App. Das ist das Schöne an meinem Computer. Ich kann die App auch einfach auf dem Computer laufen lassen. Die würde sonst halt hier irgendwie auf dem Handy laufen. Und hier seht ihr auch wieder, die hat genau das gleiche Outline oder ein sehr, sehr ähnliches Outline. Ich kann hier auch wieder einstempeln, ausstempeln, Pausenzeiten stempeln und hätte dann, wenn es richtig verbunden ist, hier unten meine Projektzeiten. Das ist jetzt hier bin ich jetzt tatsächlich mit meinem Arbeitskonto drin, habe jetzt hier von hier aus gerade keinen Internetzugriff auf das Arbeitskonto, sonst würde mir jetzt auch hier die ganzen Stundenzettel von der Arbeit anzeigen. Also das ist die läuft auf Handy, Tablet und so weiter. Das ist dann der Zugang für die Leute halt, die nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzen. Um ehrlich zu sein, ich nutze die trotzdem, weil ich finde das so angenehm, dass die hier in einem eigenen,
in einer eigenen Applikation läuft. Deswegen habe ich die mir auch auf den Computer installiert. Genau, und dann das Dritte ist dann, dass ihr wirklich, guckt euch das gerne an unserem Stand an, dass es die Dinger auch nochmal, die sehen dann wirklich ganz ähnlich aus. Das ist einfach so ein Aluminiumglas-Touchscreen, dass die einfach irgendwo an der Wand hängen. Und die gibt es, wie gesagt, einfach, dass die am Drehkreuz oder am Eingang hängen oder irgendwo in den Fluren, je nach Gewerbe. Und die gibt es dann auch, dass man die dediziert für Projektzeiterfassung macht, dass die dann quasi ein bisschen anderes Outline haben. Das könnt ihr euch nochmal angucken, vorne bei uns am Stand. Und da sind wir auch ganz flexibel. Also wenn es irgendwelche Ideen gibt, wo man sagt, Mensch, wir möchten das anders haben, wir haben irgendwie ein anderes Gewerk und so weiter, das ist alles parametrisierbar und man kann auch die Hardware-Stempeluhren dann ganz anders aussehen lassen. Gut, jetzt sind wir einmal im Schweinsgalopp durch die ganze Arbeits- und Projektzeiterfassung durch. Wäre die Frage, habt ihr noch Fragen? Na, dann bin ich froh, dass ich euch erfolgreich ins Wochenende gesabbelt habe. Dann was grundsätzlich ist so aus Kundensicht, also bei uns Uni Hamburg, Zeiterfassung ist so ein Thema, was heißt, ja, irgendwann kommt das. Es gibt da so Diskussionen betriebsrattechnisch. Die sind sich nicht so sicher, welche Daten sie wie erfassen dürfen. Wie ist das da so bei den, wie viel Unsicherheit bei den Kunden gibt es da oder wirkliche Probleme zu lösen? Oder ist man da einfach nur nicht gut informiert, was man eigentlich machen muss? Naja, das ist ja, wie es oft so im Datenschutz ist, es ist einfach ein Spannungsfeld. So ist es ja ganz oft, man muss irgendwelche Daten nachhalten und darf aber auch nicht. Und das heißt, es ist ein Spannungsfeld, was immer zu besprechen ist. Und dass Betriebsrat und Mitarbeitervertretung gehörig angehört werden möchte und muss, ist auch völlig richtig und hat aus unserer Praxiserfahrung dann oft einen Einfluss darauf, wie dann die Zugriffsrechte gesetzt werden. Oft auch so, dass die Mitarbeitervertretung nochmal kritisch hinterfragt, wo liegen denn die Daten, wer hat alle Zugriff auf die Daten, wie ist es mit den Backups und alle diese Fragen. Und das sind aber ja Fragen, die nicht nur bei der Arbeitszeiterfassung, sondern die eigentlich ganz generell gut ist, wenn man sich um die gekümmert hat. Und von daher, so aus unserer Sicht, weil es ist ja unsere Passion, Software zu machen, die guten Datenschutz ermöglicht und die ermöglicht, dass man seine Daten im eigenen Keller oder im eigenen Rechenzentrum hat. Und aus unserer Sicht ist es eigentlich immer sehr willkommen, diese Fragenkataloge, die dann von mitarbeitenden Vertretungen kommen oder von Betriebsräten und so. Das sind normalerweise gute Fragen, die man aber beantworten kann und die ja, weil es ja die gesetzliche Forderung gibt, dass Arbeitszeiterfassung gemacht werden muss, so dann auch nicht von der Hand zu weisen, dass man sagt, ja, irgendwas müssen wir machen. Es ist schon klar, dass hier sehr persönliche Daten anfallen über die Arbeitszeit, aber das ist nun mal das, was der Gesetzgeber auch möchte und jetzt gestalten wir das in einer Art und Weise, dass es einfach den Gepflogenheiten und so, wie es hier im Betrieb ist, dann auch passt. So. Genau, aber meine Empfehlung wäre immer, also ich kenne das, der Touchpoint für uns als Anbieter ist ja meistens, dass die IT-Abteilung oder Geschäftsführung oder irgendeine Management-Ebene auf uns zukommt und sagt, wir möchten mal und dann sagen, und wir haben jetzt aber noch ein Problem mit unserer mitarbeitenden Vertretung. Und das finde ich immer ein bisschen schade und da mache ich persönlich auch immer Werbung für zu sagen, du hast kein Problem, das ist sehr gut, dass es die gibt. Lass dir mal den Fragekatalog herbringen, lass uns das mal gemeinsam besprechen. Normalerweise ist es sehr sinnvoll, was da drin steht und wenn man die gut mit einbindet, dann findet man auch sinnvolle Lösungen. Und das finde ich persönlich immer viel wertvoller, als da irgend so ein Gegeneinander aufzubauen. So. Und auch aus technischer Sicht ist es eigentlich immer möglich. Gut, dann wünsche ich euch noch ganz viel Freude hier bei den Kieler Linux sagen. Ich weiß, jetzt kriege ich wahrscheinlich nachher noch den Eimer Wasser über den Kopf. Also ganz viel Spaß hier in Kiel. Guckt euch die Stände an, hört noch weitere Vorträge an und vielleicht sieht man sich dann.